Kann ich jetzt hier mal irgendwo einen Wagen her? Ich weiß, ich bin jetzt schon 15 Minuten da. Ich split das einfach auf, Leute. Dass wir wenigstens noch irgendwas sehen. South Order. Wir befinden uns gerade übrigens in. Ist das hier Liberty City? Ich glaube ja. In GTA. War das in GTA 2, wo man so viele Städte hatte? Ich glaube ja. So, springen konnte man. Genau, ich glaube in GTA 2 konnte man auch springen. Also, wie schon gesagt, der Schritt von GTA 1 und 2 fällt nicht so auf. Also, viele meinen dann, ja, das ist ja fast das Gleiche. Auf den ersten Blick ist das auch wahr, nur es ist ein ziemlich großer Schritt. Von GTA 1 auf 2, also das ist quasi das quasi der Titel GTA 2 sehr begründet, sagen wir. Also, der Schritt von den einzelnen GTA-Teilen ist immer ziemlich groß. Also, ich meine, jetzt von GTA 1 auf 2, von 2 auf 3 ist er riesig. Auch von 3 auf 4 wieder ein großer Sprung und von 4 auf 5. Wie gesagt, daher auch immer eine neue Zahl, weil es natürlich immer ein größerer Sprung ist. Und ja, auch von GTA 1 auf 2 ist auf jeden Fall begründet. Wie gesagt, ich werde da mal GTA 2 spielen, dann kann ich es euch zeigen, genauer, was man da dann für Möglichkeiten hat. Northeast Brooklyn. Ja, das dürfte hier echt Liberty City sein, glaube ich. Wenn ich mich nicht ganz irre, es tut mir leid, falls ich gerade Schmonsens erzähle. Kann sein. Ich sogar Geld, wenn wir den klauen. Scheiße, dass das Radio so rumbackt. Keine Ahnung, schade. Ah, hier ist noch eine Info. Sie können genauso in einen Zug einsteigen, wie Sie auch in ein Auto einsteigen. Achten Sie auf den Spalt und die elektrischen Leitungen. Oh, auf den Spalt soll ich achten. Nein, nicht ranfahren. Von mir mal den Zug. Der Pfeil führt mich doch hier irgendwo hin. Wo komme ich denn zur Mission? Jetzt habe ich den Sender umgeschaltet. Wie die Sounds rumbacken, ne? Tut mir voll leid, aber irgendwie will's gerade nicht. Das Radio will gerade nicht richtig. Schade. Aber ihr hört ja schon, was für coole Musik hier schon drin war. Ist da irgendwo rein? Ja. Folge jetzt einfach mal dem Pfeil hier weiter, um hoffentlich mal zu irgendeiner Mission zu kommen. Bestimmt mache ich hier gerade wieder alles falsch. Bin gerade sowieso überfordert. Voll spannend. Mann, ich... Die Musik bringt mich so aus dem Konzept, ey. Kann ich da... Ah doch, aber über Wagen kann ich schon springen, okay. Nur GTA 2 wurde es, glaube ich, nochmal ein bisschen erweitert mit dem Springen. Ist halt voll verwirrend, wenn man hier unter den Gebäuden durchguckt. Aber man merkt schon so ein bisschen die 3D-Grafik. Zum Beispiel das hier noch nicht. Das ist ja hier eine Kiste irgendwie. Die kann ich, glaube ich, auch kaputt machen, ja. Ja, eine Waffe! Take this, Motherfucker! Hier, los, Motherfucker. Komm, komm, komm! Komm! Das trifft ihn nicht. Voll der Pro, ey. Leute, die Steuerung ist ja echt übel. Aber gut, für das... Ja, wir haben ihn erwischt. Das ist für damals schon in Ordnung gelöst, auf jeden Fall. Okay, feuchtig. Finde ich, jetzt haben wir glaube ich die Bullen. Oben links sehen wir es gerade. Es ist gerade von meiner, wie gesagt, oben links wird mir gerade angezeigt, dass ich aufnehme. Haben wir 90 Kugeln? Ja, 90 Kugeln, okay. Ist bei mir so halb überdeckt. Die Sounds rumbacken, was sind das? Komisch. Hier, take this. Ist ganz cool, wie die wegrennen. Ich glaube auch, die Spiele-Sounds habe ich sogar ein bisschen zu leise gestellt, aber die Musik... Ist laut genug, irgendwie, keine Ahnung. Ich habe die Sounds nicht richtig eingestellt, habe ich das Gefühl. Egal, werde ich später umstellen. Wird schon passen, Leute, für euch wird das schon passen. Wie gesagt, da schneide ich halt ein bisschen was. Sind das Bullen? Ach, Alter, das sind Bullen! Verdammt! Okay. Strafakte, 3 Unfälle und Rempler, 3 Autodiebstahl. Ja, also Grand Theft Auto heißt ja auch übrigens schwerer Autodiebstahl. Das ist so ein Art Gesetz in... den USA. Also, wenn man Autodiebstahl begeht. Ihr versteht schon. Ich hätte gerne wieder eine Waffe. Ah, die Waffen kann ich auch hier wechseln, ne? Aber die haben wir, ja, die haben wir verloren, okay. Wie gesagt, man merkt hier ganz deutlich diesen GTA-Charme dran. Und erst als es dann wirklich in die 3D-Welt richtig gebracht haben, also mit GTA 3, was dann komplett 3D war, da hatten sie es dann, das war dann perfekt. Das hat einfach der... dem Spiel noch gefehlt. Das hat es dann einfach perfektioniert. Wie gesagt, die ganze Reihe sehr, sehr großartig. Muss ich aber kaum anmerken. Habe ich ja schon oft genug gesagt. Ich folge ja einfach Ewigkeiten im Pfeil, ey. Bitte, wo geht's denn hier lang? Sonst muss ich mein Telefon suchen. Oder... Kann sein, dass ich auch gerade irgendwas irgendwie zu blöd bin wegen dem Pfeil. Oh Gott. Und da kann ich unten durchlaufen.
Unten drunter. Aber echt schon ganz geil, die Stadt. Auch relativ groß, wie ich finde. Also da kann man doch schon seinen Spaß haben. Und ist natürlich auch technisch jetzt nicht aufwendig. Also das kannst du... Genau, das wollte ich vorhin anmerken. Das Spiel müssen sie echt mal fürs Handy rausbringen. Ich verstehe nicht, wieso sie das noch nicht gemacht haben. GTA 3, GTA Vice City und GTA San Andreas gibt es schon fürs Handy, Leute, übrigens. Das heißt, falls ihr jetzt keinen super PC habt oder auch keine Konsole und trotzdem mal GTA spielen wollt oder für unterwegs einfach mal, dann holt es euch unbedingt fürs Handy. Sieht super gut aus, ist sogar ein HD-Remake auf dem Handy. Das heißt, ist schon eine verbesserte Version. Und ich finde, das ist mega cool. Aber GTA 1 und 2 fürs Handy, das wäre mega geil. Da würde sich sogar die Steuerung anbieten. Weil GTA 3, Vice City und San Andreas finde ich auf dem Handy ein bisschen fuchtelig. Geht schon, aber ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber 1 und 2, das könnte man, glaube ich, richtig cool auf dem Handy umsetzen, glaube ich. Das ist so meine Meinung. Ist gerade so leise, hört man wahrscheinlich meine Tastatur. Wo finde ich denn jetzt Missionen? Ey, ich laufe hier 20 Minuten sinnlos rum. Ich will Leute abschießen, komm schon. Oh. Was ist denn hier? Kann ich da einsteigen? Anscheinend ja, ich habe mir die Steuerung umgelegt. Das ist ein Bus, ne? Ja. Omnibus. Kann man nur erraten, was das für ein Fahrzeug ist, Leute. Ja, weil so von oben merkst du ja nicht, was das ist. Das könnte ja alles sein. Könnte eine Arschkrampe sein. Kann alles sein. Ein japanisches Monster. Oh Gott. Wo kann ich den jetzt hin? Es ist ganz angenehm, weil es hier kein Radio läuft. Ich weiß auch nicht, was mit dem Radio los ist. Irgendwie verbuggt hier. Ich dachte erst, weil ich die Tastenbelegung geändert habe, aber daran scheint es nicht zu liegen. Wo führt mich dieser Pfeil hin? Ich habe ein paar Leute gerade getötet, übrigens. Da bin ich nicht so stolz drauf. Ja, zum Beispiel auch die Bäume und so, die sind wirklich... Oder die Parkbänke, die sind dann auch in GTA 2, sind die komplett in 3D modelliert. Hier gibt es auch schon so ein paar 3D-Elemente, und zwar die Gebäude. Aber der Rest ist noch in 2D. Deshalb, wie gesagt, GTA 2 ist auch schon teilweise nun mal in 3D. Schon heftig, ne? Leute, wenn man das damals gespielt hat, war das technisch schon... Also da ging technisch einfach nicht wirklich mehr. Ja klar, 97, das war... Da ging schon noch ein bisschen was. Das ist jetzt klar nicht das Höchste an der Technik. Das war schon damals. Also zum Beispiel GTA 3 jetzt oder GTA 4. Das war damals echt technisch das Beste, was ging. Kommen Sie nicht. Nein! Toll. Schön. Die Bullen gehen hier echt radikal vor, ne? Wollte ich mal anmerken. So, komm, jetzt will ich aber... Finde ich jetzt noch irgendwo ein Telefon? Ich könnte das mir doch, glaube ich, hier irgendwo... Nee, irgendwo konnte ich mir das hier anzeigen lassen. Warte, jetzt hätte ich fast die Aufnahme beendet. Auch schön. Ah, Framerate Bay. Ach! Ach, Alter! Huh. Oh. Jetzt habe ich 60... Jetzt spiele ich gerade mit 60 Frames. What the fuck? Okay, wir machen den Framerate Bay ganz an. Also, ich zeig's nochmal. Warte, F9? F8 war das? Ja. Jetzt sind 60 Frames. Aber ihr seht, es ist alles beschleunigt. Ja. Das kann ich hier noch einstellen. Ah, Pause. Ist schon abgeschlossen. 0 von 11. Secrets gefunden. 0 von... Moment. 0 von 7. Huch. Was? Hä? Oh Gott. Moment. Moment. Jetzt. Wusste ich gar nicht. Ist ja lustig. Noch irgendwas? Nö. Nee. Okay. Also nicht wundern, wenn ich jetzt mit 60 Frames gespielt hätte, dann hätte er auch das Spiel beschleunigt. Und das hätte ja wenig Sinn gemacht. Finde ich jetzt hier nochmal... Achso, wir müssen ja die Kisten kaputt machen. Kaputt machen. Schön gesagt. Finde ich jetzt hier noch irgendwas? Hier ist irgendwie Müll? Ja, mit... Ich würde echt gerne eine Mission annehmen. Irgendwie am Telefon, wie gesagt, kann man die annehmen. Aber ich finde hier gerade nichts. Ich komme hier gerade irgendwie nicht zurecht. Bester Gameplay-Part ever. Boah, aber die ersten 5 Gameplays, die ich von GTA rausgekommen habe, waren auch echt schäbig. War schon lustig, aber es hat einfach nur so geruckelt. Hätte ich es gleich lassen. Ich wollte halt unbedingt GTA spielen. Wie gesagt, ich habe halt wirklich mit GTA 1 angefangen. Mit GTA 1 war der erste GTA-Teil, den es auf dem Channel gab. Und dann habe ich GTA 2 gespielt. Und dann irgendwann mal GTA 3 auf dem neuen PC, dann GTA Vice City, dann GTA San Andreas. Und dann schlussendlich GTA 4. BZW jetzt auch schon
Also, je nachdem, wann ihr halt dieses Video guckt, ist vielleicht schon GTA 5 auf dem Channel, wer weiß. Ich will eine Mission annehmen, Mann! Weißt du was, ich steige jetzt einfach hier an und klaue den Wagen. Ich bin so richtig badass. Die Musik, ey. Oh Gott. Es gibt 4 Docks in der Stadt. Um Bonuspunkte zu bekommen, stellen Sie einfach ein Fahrzeug unter. Ach so, ja. Alter, den haben wir voll überfahren. Boah, wie die Sounds rumbangen. Oh Gott. Der Wagen geht aber ab. Oh Gott. Ich glaube, wir müssen ein Taxi irgendwo hinbringen, soweit ich weiß. Die eine Mission war ja, die wir angenommen hatten. Irgendwo kann man sich die Mission nochmal anzeigen lassen. Moment, war das F11? Ich will nicht die Aufnahme abbrechen. Nee, das war die Auflösung. Alles F10? Ich glaube, es war F10. Dann würde ich die Aufnahme abbrechen. Schön. Schön, Raffi. Aufnahme läuft wieder perfekt. Machst du echt wieder toll. Ich hatte mal mit dem Taxi irgendwo hin. Die Taxen. Ist die Mehrzahl von Taxi echt Taxen? Kann sein, das wusste ich echt nicht. Bin halt blöd. Ich habe mit einer Lüge gelebt! Genau. Oder muss ich das Taxi hier abliegen? Nee. Hä? Im Ernst, ich verstehe nicht, wo führt mich dieser. Ihr seht doch diesen gelben Pfeil. Wo führt der mich hin? Wir müssen, glaube ich, irgendwo mit dem Taxi hin, aber das ist irgendwie komisch. Ich finde schön, wenn wir die Wagen einfach ab. Guck, die prallen so ab, wie wenn du so einen Ball gegen die Wand wirfst. Ist echt schön. Die Autos sind hier sehr realistisch. Ist aber schon ganz cool und hat natürlich auch hier schon ein Schadensmodell. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Wir haben Bullen überfahren. Ist nicht cool. Ich werde jetzt eh gleich den Gameplay-Part beenden. Ich hätte halt noch gerne irgendwas gemacht. Gut, wir haben ja ein bisschen geschossen. Also wie gesagt, in GTA 2 dann definitiv. Da werde ich dann auch mal ein paar Missionen annehmen. GTA 2 hat auch echt geile Elemente drin. Und ja, ich hoffe, euch hat trotzdem dieses Gameplay ein bisschen gefallen. Ich weiß, war jetzt nichts Besonderes. Ist jetzt vielleicht ein bisschen komisch, weil ich hier nichts hinkriege. Ich bin einfach froh, dass ich das Spiel zum Laufen gebracht habe. Guckt einfach mal in die Beschreibung. Da werden dann höchstwahrscheinlich... Oh Gott. Alter. Ach, ich glaube, wenn wir jetzt... Wir brauchen 10.000 Punkte oder sowas, dann kriegen wir noch... Nein! Toll. Wir haben einen Schlüssel. Und wir haben eine Waffe. 13 Unfälle, 4 Fahr... Okay. Eine Waffe, ne? Ja, ich habe eine Waffe. Gut, dann laufen wir nochmal Amok. Amok, Amok. Wagen angeschossen, schön. Wir haben nur noch 17 Schuss, hier muss ich mir einsparen. Amok! Wie du die Kugeln so beobachten kannst, wie sie fliegen. Ich finde das richtig schön. Bam! Ich bin Falter. Wieso die Sounds hier so rumbacken? Keine Ahnung. Frag mich nicht. Ich finde es irgendwie lustig. Kann ich irgendwie... Naja. Also irgendwie hat's ja was, Leute. Ich spiele das gerade gerne. Ich weiß, ich tue gerade nicht wirklich toll kommentieren, aber ich finde das irgendwie lustig. Ich weiß nicht, wo uns der Fall hinführt. Wahrscheinlich bin ich nur zu blöd irgendwie. Scheiße, die Bullen! Die Bullen kommen. Wah! Oh, no. Toll. Jetzt wird uns aber die Waffe abgenommen, oder? Ja. Kann ich jetzt hier nochmal? Weißt du, du hast doch von den Bullen rausgelassen. Hier ist direkt, warte. Sind die hier? RCPD, ja, Liberty City Police Department. Tatsache, sind hier in Liberty City. Ich war mir nicht sicher, aber GTA 2 spielt dann auch in dieser Stadt. GTA 2 hat voll viele Städte drin. Ich glaube, es war GTA 2, das so viele Städte hatte. Okay. Wir machen das nochmal ein bisschen. Oh Gott. Alter, lass mich in Ruhe. Oh Gott, der schießt auf mich. Ich bin echt der beste Gangster ever. 2 Schusswaffen, okay. Ist ganz cool irgendwie. Wie gesagt, sorry Leute, dass ich jetzt keine Mission zeigen kann. Ich bin irgendwie viel zu blöd, gerade irgendwas zu finden. Wir haben ein bisschen rumgeschossen, wir sind ein bisschen rumgefahren. War auf jeden Fall lustig. Ich würde sagen, wir sehen uns dann nächstes Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Grand Theft Auto Teil Dingenskirchen, irgendwas. Also, vielen Dank fürs Zusehen und dann noch ein herzliches... Hey, rempel mich nicht an. Tschüssi.